Adler ist das? Diesen Adler könnte es schon fast von heute sein. Die Frage hier lautet, du siehst vier Flaggen. Und die Frage ist, welche stammt von heute und welche aus der NS-Zeit? Also bei der bin ich mir ziemlich sicher, dass die aus der heutigen Zeit ist. Das ist nämlich der dritte Weg. Kleine rechtsextreme Partei. Da bin ich mir tatsächlich unsicher, aber wegen dem Adler ist das? Diesen Adler könnte es schon fast von heute sein? Vielleicht, ich weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall älter. Das ist aus dem Deutschen Reich. Die habe ich auch schon gesehen, aber ich kann sie nicht mehr ganz zuordnen. Sieht aber nach einem Abzeichen von aus dem Militär aus, könnte also NS-Zeit sein. Ich würde halt irgendwie schon sagen, dass das hier. Wieso? Irgendwie farblich auch gesehen. Und das hier wird irgendwas mit nordischer Mythologie zu tun haben, aber da kenne ich mich nicht aus. Ja? Okay, also fangen wir mal hier an. Das ist falsch, das ist ein bisschen eine Fangfrage, ehrlich gesagt, weil das ist die Reichskriegsflagge, die ist schon aus der Kaiserzeit und ist in der Form bis 1921 verwendet worden und die Nazis haben die quasi in abgewandelter Form dann auch noch verwendet, aber deswegen ist eigentlich ein bisschen eine Fangfrage. Das ist tatsächlich von heute. Da muss die Wurst drauf. Das ist das Zeichen der identitären Bewegung. Das ist eine rechtsextreme Gruppe von heute, die dieses Abzeichen verwendet. Manchmal sieht man es auf sehr rechten Demos von Neonazis. Genau. Sieht man das. Und dann haben wir hier, wie du schon richtig gesagt hast, der dritte Weg. Das ist eine Partei, die kann man auch wählen. Die hat sich gegründet aus ehemaligen NPD-Mitgliedern. Heute heißt die Partei ja die Heimat und spricht auch besonders junge Menschen an. Das ist aber richtig. Ursprünglich ist das die Würmer-Flagge. Die hat einen Mann entworfen, der mit Nachnamen Würmer hieß, der in einer Gruppe war, die eigentlich einen Attentat auf Hitler geplant haben. Also eigentlich gegen Hitler war, aber die Neonazis von heute verwenden das als Flagge für sich. Also es ist eigentlich sehr widersprüchlich. Man weiß auch nicht so ganz genau, wie es dazu gekommen ist, aber genau. Habt ihr irgendeine von den Flaggen schon mal irgendwo gesehen? Nein. Nee, deswegen haben wir eigentlich nur geraten.